Wir sollten es doch angeln, oder was? Ach so, wer den längsten hat. Ein Gumba hat gewonnen. Ah, ich habe den längsten Drachen. Ja, ist klar. So viel dazu. So, Unfallnot. Erste, zweite, dritte, vierte. Ich habe so viele Münzen, ich könnte mir mal obrige Runden 3. Ach du Schande. Ich könnte mir mal einen Stern krallen. Aufgepasst, es sind nur noch 3 Runden zu spielen. Da lohnt sich doch ein Blick auf die aktuelle Platzierung. Bowser ist auf dem ersten Platz. Luigi folgt auf dem zweiten Platz. Platz 3 gehört Goomba. Und Rosalina ist auf Platz 4. Das wird ganz eng. Jetzt darf sich keiner auch nur die geringste Blöße geben. Wer wird wohl gewinnen? Hören wir uns die Meinung eines Gastexperten an. Hier ist er. Darf ich um einen Applaus bitten? Ja. Applaus für den Blooper. Es scheint zu sagen, Luigi könnte durchaus gewinnen. Alles klar. Ja, ich habe wohl keine Chance mehr. So, Luigi. Ein versteckter Block für dich. Bei 3 Runden, naja. Ist dieses Item nicht mehr gut einsetzbar, wenn hier uns dem Spiel ändert. Überraschenderweise. Es kommt aber noch besser. Auf blauen Feldern gibt es ab sofort 6 Münzen. Allerdings bedeutet das Landen auf roten Feldern ab jetzt den Verlust von 6 Münzen. Also vorsichtig. Das kann die Partie entscheiden. Naja. Wenn das Sternfelder wären, das könnte das entscheiden. Und jetzt macht er die Suppe noch drüber und ja, die Pechfelder. Ich weiß nicht, was ich damit haben soll. Das war, glaube ich, im Mario Party für DS schlimmer. Also da waren also Riesenpechfeld. Das ist. Ich kann mich noch an Bowsers Willkür erinnern aus Mario Party DS. Das hat noch Angst gemacht, aber solche irgendwie. Habe ich keine Angst vor einem Riesenpechfeld und die minus 6 Münzen und die plus 6 Münzen. Ach, wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht. Na, was soll ich sagen? Es hat irgendwie nicht mehr den gleichen Charme, wie es in alten Zeiten hatte. Naja. Was soll man dazu sagen? Eine 6 von Rosalina und die läuft im Kreis. Ein Glücksfeld. Sowas gibt's auch. Du hast 5 Münzen. Ja. Soll sie haben. Damit ist er immer noch auf dem Platz 4. Bowser ist am Zug. Na dann. Ein Item. Ich habe nach wie vor kein Item. Ich bin halt der lahme, schwache Goomba. Auf Platz 3. Naja. Platz 3 habe ich mittlerweile für mich reserviert in allen Brettern. Naja, das hat sich bisher nicht geändert. Ich fürchte, das wird auch diesmal die Endwertung sein. Dass ich hier nicht mit Platz 1 rauskomme. Los, Goomba. Was willst du machen? Eine 6 würfeln, bitte. Das sind die letzten Runden. Na komm. Eine 5. Naja, okay. Gehe ich mich mit zufrieden da hoch. Einmal einen Stern abluchsen. Na komm, bitte. Grün oder rot? Nicht das Falsche. Rot. Ah, Lucky 2. So, jetzt will ich einen Stern klauen. Und zwar, wer führt am. Also, Bowser ist der Erste. Dann klaue ich mal Bowser den Stern und dann bin ich wohl Erster oder nicht. Obwohl meine Münzen sind jetzt weg. Bowser ist Zweiter. Die aktuelle Platzierung mit Stern. Endlich ein Stern. Mein Erster in diesem Spiel.
Scheint so. Nein, nicht der erste. Aber ja. Ich bin Platz 1. Noch. Jetzt müssen wir Münzen behalten. Die anderen werden bestimmt nicht so schnell noch Sterne kriegen, obwohl. Wie sieht's aus? Haben die anderen noch Chancen? Ich hoffe nicht. Kann ich hier doch mal als Sieger hervorgehen mit Goomba. Der hat es auf jeden Fall verdient, also nach dem ganzen Rumgetrampel. Er wurde so oft von Mario schikaniert hier. Plattgetreten. Plattgewalzt. Der hätte auch mal einen Sieg verdient. Zügiges Durchzählen. Aufgaben alle Toads zählen. Zieh dich im Waggon um und zähle alle Toads. Ah, okay. Und jedes Zahl erhöhen, Zahl verringern. Okay. Verstehe. Okay, dann muss durch den 1, 2, 3. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, okay. Mal 10. Oh, wo bin ich? Ich bin unten rechts. 1, 2 sind das. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 11, 12, 13. Sagen wir mal 15. Sind bestimmt noch welche dazwischen gekommen. Ja, das ist das Ergebnis. Weit rechts. Ach, ist jetzt nur für die Übung. Na dann, auf geht's. Dann zähl mal gut, Goomba. Och, süß, die ganzen gelben Toads hier. Auf geht's, ich bin unten rechts. Auf 10. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ja, 22. 23 machen wir mal lieber. Ja, könnte passen. 23. 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, das war nur eine Kappe. Ach du Schande. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 und ich war bei 23. Ach du Schande. Ich bin hier sehr weit daneben. Luigi gewinnt. Das gibt natürlich Münzen. Platzierung kosten. Oh. 1 unverändert. Oh. Obwohl, ich habe noch 30 Münzen. 31. Übrige Runden 2. Oh, jetzt müssen wir bestehen in den letzten 2 Runden. Jetzt wird es knifflig. Luigi ist am Zug. Der könnte jetzt auch dorthin gehen. Ne, der hat keine 30 Münzen. Der könnte sich keinen Stern mehr luxen. Jetzt kriegt der vielleicht in dem. Ja. Komm. Wollte gerade sagen, unwahrscheinlich, dass der da einen Stern rauskriegt. Aber jetzt ist Spannung. Und wird der liebe Goomba das noch gewinnen? Oder wird der mal wieder als Verlierer, als Plattgetrampelter, Plattgehüpfter Handlanger von Bowser hervorgehen? Ja, der kann sich eh nur Münzen leisten. Und sogar eine Piranha-Pflanze. Da verliert er sogar noch Münzen. Das ist gut. Ich bin immer noch auf Platz 1. Goomba for the win. Na dann, Rosalina. Ein Item. Eine goldene Röhre. Nein. Hat sie jetzt nicht gemacht. Hast du schon einen Stern vorher bekommen? Hoffentlich nicht. Ja, Rosalina ist noch ohne Stern. Und hat wenige Münzen. Ja, puh. Luigi, also wenn Luigi jetzt einen Stern bekommen hätte, das wäre dann verheerend. Aber, okay, ihr seid es gegönnt. Ohne Münzen mit einem Stern ist er zumindest nicht mehr Vierter. Bowser ist jetzt Vierter, oder? Habe ich meinen Boss abblitzen lassen. Und Goomba, Erster. Luigi Zweiter, Rosalina Dritter und Bowser als Letzter. Und nun Platz 3. So, der letzte Stern. Ja, muss ja wohl der letzte Stern sein. Ist die letzte Runde. Der kommt auf die Insel da unten. Ja, wo denn auch sonst? Die Ananasinsel. Ja, Ananas schmeckt ganz lecker. Außer auf der Pizza. Und dann gehört es nicht drauf. Ist ja wohl klar. Aber so mal im Sommer eine leckere Ananas. Ist nicht schlecht. Mag ich sogar lieber als Melone. Also Melone weiß ich auch, aber Ananas ist mehr mein Ding, ja. Bowser ist am Zug und holt sich jetzt keinen Stern mehr.
Obwohl, er ist auf der Ananasinsel. Könnte noch passieren. Er hüpft drüber. Ja. So viel dazu. Das ist auf der Melon-Insel. Gumba ist am Zug. Ist das die letzte Runde? Nein, die vorletzte. Jetzt durchhalten. Eine 2. Na ja, was soll's. Ich bin der Erste. Ein Item. Was? Ein Giftpilz. Gegnerischer Wurf minus 2. Was? Gegnerischer Wurf? Oh, das ist gut. Minispiel. 2 vs. 2. Ich und Luigi. Munitionsmatte. Ach, Matte. Ich wollte gerade sagen, Matte. Ach du Scheiße. Ach du, doch, Matte. Das ist... Na toll. Aufgaben mit hohen Zahlen an mehr Munition kommen. Ach so. 12 und 4. Patz. Ah, und das gegnerische Dings zerstören. Ah, alles klar. Ist ja fast ein Glücksspiel. 6 plus 3. 6 mal 3. 4 mal 4. Okay, verstanden. Das wird lustig. Jetzt kann der Puzzle. Na komm. Hüpf hoch. Zack, eine 4. Ja, nicht schlecht. Ach nö. Nicht doch. Ja. Okay. Das ist das, was ich an... Oh. So wenig. Das ist das, was ich an dieser Konsole am meisten hasse. Dass man die einfach nicht laden kann und dann weiterspielen kann. Man muss die immer erst anschließen und dann laden lassen. Und dann ihr kennt es wahrscheinlich selbst. Oh, wir müssen uns mal ein bisschen anstrengen. Beim 3DS konnte man noch weiterspielen, während das Kabel dran lag und dran war, aber ja, hier bei der Switch geht das natürlich nicht mehr. Wir haben ja schon gewonnen. Die Ruine ist weg. Ja. Bei uns steht noch was, bei denen lange nichts mehr. Gewonnen. Nice. Kannst du weitergehen. Luigi, wir sind die Besten. Und ich führe, glaube ich, immer noch. Tue ich das? Ja. Unverändert Erster. Nice. Und wir sind, glaube ich, in der letzten Runde, wenn ich nicht komplett irre. Letzte Runde, ja, nice. Wird vielleicht mal der erste Sieg für mich. Hoffentlich. Giftpilz. Auf mich? Was zum... Oh nein. Und was soll das heißen? Na, jetzt für die letzte Runde? Naja, was soll das? Minus 3 heißt das, glaube ich. Na, dann würfel mal. Es darf bloß jetzt keiner mehr einen Stern kriegen. Ja. Weil dann bin ich auf einmal gar nicht mehr aus der... Was? Ich bin Zweiter. Ach du Schande, was ist... Ach, Münzen. Oh. Luigi hat mir den Platz weggenommen. Ich muss Münzen sammeln. Nein! Luigi. Verdammt! Ich verliere den ersten Platz. So leicht geht das hier. Mit einem einfachen Münzenvorteil. Ah, es sind nur 4 Münzen. Das werde ich doch hoffentlich toppen können, oder? Ich bin jetzt auf Platz 2. Komm, auf Platz 1 kommen. Das letzte Minispiel ist vorüber. Und dank dem hat Luigi Geld bekommen. Auweia. Der wird mir doch jetzt nicht auf den letzten Meter noch den Rang abtreten. Och, Mann. Ich weiß, es gibt noch Bonussterne. Die können alles noch verändern, aber... Da hoffen wir das Beste, dass die Bonussterne da nichts machen. Verbündetenfeld. Ach, es gibt doch Verbündete hier. Naja, in der letzten Runde, was soll das noch bringen? War Luigi. Naja.
könnte ein schlechterer Verbündeter sein. Ja, wird ja nichts mehr bringen. Du kannst nicht nochmal einsetzen. Du kannst nicht nochmal würfeln. Bringt die Mixpause. So, jetzt bin ich am Zug. Ein paar Münzen, bitte. Items? Nein. Okay, ich wollte den Münzwürfel nehmen. Ach, egal. Sag 1 minus 2 ist 0. Ja gut, so viel zu den Münzen. Flyguy-Karte, ruf einen Flyguy herbei, der einen vom Gegner klaut. Letztes Minispiel. Da habe ich mich verhaspelt, konnte ich nicht mehr reden. Das klang vielleicht lustig. Und peinlich. Na dann. Wiggler streicheln, ohne ihn aufzuwecken. Du erhältst Punkte, indem du Wiggler streichelst. Aber du verlierst die, wenn du ihn aufweckst. Okay. Verstehe nicht. Okay. Das ist so ein Zeitbombenspiel oder was? Irgendwann wacht er auf. Oder kann man zu fest rütteln und entwickeln? Ah, man kann mehrere Male streicheln. Okay, verstehe. Eins. Zwei. Drei. Okay, ja, cool. Verstehe die Sache. Auf geht's. Jetzt geht's um die Wurst. Wir müssen gewinnen. Psst, leise nicht wecken. Um die Münzen zu bekommen. Ach, ich beginne oder was? Start! Oh, alles. Oh, ich habe mir 3 vorgelegt. Das ist gut. Oh, Luigi hat auch vorgelegt. Okay. Ihn nicht aufwecken. Oh, okay, doch, bei den Gegnern dürfen wir jetzt aufwachen. Aufwachen. Jetzt bin ich dran. Ganz leise. Ruhig. Braves. Das sieht gut aus. So können wir weiterbleiben. Oh, Luigi hat auch 6. Wir müssen das gewinnen. Oh weia. Boah, das ist schlecht. Na komm, ganz leise, ruhig. Braves. Acht habe ich. Oh weia. Nein. Nein. Verdammt. Schon bin ich nicht mehr Erster. Ich brauche die Münzen. Besser als Luigi sein. Oh nein, das war's. Ah, damit bin ich Zweiter. Mist. Luigi hat gewonnen. Das ist schlecht. Und damit kriegt er die meisten Münzen und ich bin auf Platz 2. Verdammt. Alle Runden sind gelaufen. Na mal schauen, wie es diesmal ausfallen wird. Dann werde ich mal ausnahmsweise mal der Erste sein. Wird Goomba siegreich hervorgehen aus dem Spiel. Damit ist auch für mich die Arbeit erledigt. Zeit für eine Runde Schwimmen. Wer hat denn nun gewonnen? Goomba hoffentlich. Also dann gehen wir mal durch, wer sich welchen Bonus sichern konnte. Es gibt übrigens einen Staffel-Bonus. Hier ist der erste Bonus, der vergeben wird. Minispiele-Bonus. Der Minispiele-Bonus. Dieser Bonus erhält der Spieler, der die meisten Minispiele gewonnen hat. Und das geht heute. Der Bonus geht an. Warum steht da eigentlich Waluigi? Goomba! Okay, da habe ich einen Stern mehr. 2 Sterne. Und welches ist wohl der 2. Bonus, den ich verwenden darf? Eigenes Bonus. Dein Bonus.
Bonus hat sich das Spieler verdient, der die meisten Ereignisfelder aufgesucht hat. Und das geht an. Der Bonus geht an. Rosalina und Bowser. Okay. Nicht an Luigi. Das heißt, das könnte heißen. Das könnte alles heißen. Oh weia. So weit, so gut. Und wer hat nun gewonnen? Das wird spannend. Trommelwirbel. Ich weiß es wirklich nicht. Wer könnte es sein? Bowser, Goomba. Der Sieg geht an. Goomba, nice. Ich habe gewonnen. Das erste Mal in Super Mario Party, dass ich gewonnen habe. Mit Goomba. Nice, ja. Da ist er. Das finde ich ja wohl spitze. Mein erster Gewinn. Goomba. Ist einmal glorreich hervorgegangen. Seine Sternstunde. Tja. Auch einem Opfer muss mal eine Sternstunde gewogen sein. Ja. Auf ihn wurde ewig rumgetrampelt. Mario ist immer auf ihn draufgesprungen. Ja. Von Mario immer misshandelt. Jetzt darf er endlich mal der Sieger sein. Ja, der hüpft doch. Platz 1. Mit 2 Sternmünzen, 45 Münzen. 2 Sternen und 45 Münzen. Okay, Bowser liegt ganz weit hinten und Rosalina hat aufgeholt durch den Bonus. Alles klar, gucken wir uns mal die Details an. Und so, 2 Sterne, 91 Münzen. 62 Münzen in Minispielen, 0 Blöcke, 0 Items. Ja, wenn es einen Item-Bonus bekommen hätte, wenn es einen Item-Bonus gegeben hätte, dann hätte wohl Luigi und Bowser was bekommen. 0 Verbündete, ja, das war relativ schwer hier Verbündete zu bekommen, obwohl Bowser hat zum Schluss dann auch welche bekommen. Zurückgelegte Felder, da war Bowser wohl der meist zurückgelegte. 4 gute Felder und 2 böse Felder. Ja, 0 Glücksfelder, 0 Versusfelder. Versusfelder, da waren wir noch nie drauf. Das müssen wir mal machen. Ein Zufallsfeld, eigenes. Dann Bowser 3 gehabt. 2 Itemfelder. 0 Verbündetenfelder. Ja, logisch. Ein Pechfeld. Da war ich der Einzige, der auf dem Pechfeld gelandet ist. Kein Riesenpechfeld. Naja. Es geht doch. Meine orangene Kurve sieht doch spitz aus. Und da haben wir gewonnen. Bin ich stolz drauf. War vielleicht nicht die schwerste Strecke, nicht das schwerste Brett, aber ja. Kameks vertragter Turm ist jetzt in Mario Party verfügbar. Na, da wissen wir doch, was wir im nächsten Part spielen. Bravo, das war fantastisch. Riesen ums Paradies, geschafft, bravo, sogar mit Gold. Na supi. Das kann sich doch sehen lassen. Jetzt verfügbar, Kameks vertrackter Turm. Das schauen wir uns im nächsten Part an. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zerrungsfest verpassen wollt. Ja, habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Oder einen fürstlichen Abend. Da hat der Luigi nochmal genossen. Ich würde sagen, im nächsten Part mit einem neuen Team und einem neuen Spieler, also einer neuen Figur, die ich spiele, in Kameks vertracktem Turm. Bis dahin. Ciao, ciao.